So, hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist André, ich bin zertifizierter Hundetrainer und Verhaltensberater und von der Online-Hundeschule deine-hundeschule.com. Und heute erzähle bzw. zeige ich dir, wie du mit einem Kong 90% der Verhaltensprobleme bei einem Hund reduzieren kannst. Zur Transparenz, ich habe keinen Werbevertrag mit der Firma Kong, sondern berichte aus eigener Erfahrung als Hundetrainer von den Möglichkeiten mit diesem Hundespielzeug. Wir starten mit den Basics. Und zwar, so sieht ein klassischer Kong aus. Es gibt ihn in verschiedenen Größen und Stärken, je nach Hundecharakter und Altersstufe. Die vier klassischen Kong-Varianten sind der Puppy Kong für Welpen, der vom Material her der weicheste ist. Du erkennst ihn an den Farben hellblau und rosa. Dann gibt es den Classic Kong, den du an der Farbe rot erkennst. Den Kong Extreme für Hardcore-Kauer, die sonst jedes Spielzeug innerhalb kürzester Zeit zerstören. Diesen erkennst du an der Farbe Schwarz. Und dann gibt es noch den Kong für Senioren, der sich ideal eignet für die Zähne und das Zahnfleisch von älteren Hunden. Diesen erkennst du an der Farbe Lila. Es gibt jede der gezeigten Ausführungen in verschiedenen Größen und mein Tipp ist, wenn du ihn kaufen und nutzen möchtest, besorg ihn dir eine Nummer größer, als du denkst, dass es für deinen Hund passt. Er wird es dann einfacher haben, die Füllung herauszubekommen und das Risiko, dass Frust oder Desinteresse an dem Kong entsteht, ist deutlich geringer. Ein weiterer persönlicher Tipp von mir ist, besorg dir mindestens zwei Kongs, das macht die tägliche Anwendung deutlich einfacher. Warum das so ist, da komme ich später noch zu. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Hundespielzeugen von der Firma Kong, doch wir konzentrieren uns heute auf die klassische Variante des Kongs. Der Kong wird laut Hersteller und EU-Prüfgutachten aus Naturkautschuk hergestellt. Er ist zudem spülmaschinenfest und einfrierbar. Zu der Möglichkeit, den Kong einzufrieren, kommen wir ebenfalls später noch, denn diese Eigenschaft ist extrem wertvoll. Eine weitere sehr wertvolle und wichtige Eigenschaft des Kongs ist, dass er befüllbar ist. Dein Hund muss sich also die Füllung aus dem Kong herausarbeiten. Dieses Lecken und Kauen erzeugt ein neuronales Feuerwerk an Endorphinen und ist somit eine Vergnügungsbombe für ihn. Vereinfacht ausgedrückt, es macht deinen Hund glücklich, sich damit zu beschäftigen. Jetzt verrate ich euch noch kurz meine persönliche Top 3 an Kong-Füllungen. Die erste ist, für den jeweiligen Hund entsprechendes qualitativ hochwertiges Trockenfutter zu nutzen. Optional kann man das vorher im Wasser einweichen und das Ganze dann mit 100% natürlicher Erdnussbutter, also ohne Salz, ohne Zucker und ohne Xylitol, das ist giftig für Hunde, zu verschließen. Die zweite Variante, die ich euch vorstellen möchte, ist ein Früchtesmoothie und zwar dazu würfel ich Apfel ohne Kerngehäuse, da dieses giftig für Hunde ist. Und Banane im Verhältnis 50 zu 50. Diese Obstmischung kann man so in den Kong füllen oder vorher mixen, um einen Smoothie-Effekt zu erreichen. Den Kong verschließe ich im Anschluss mit einem veganen Kokos-Natur-Joghurt, da ich den auch selber esse und immer zu Hause habe. Die dritte Variante ist, Karotten zu reiben und mit gekochtem Reis oder Kartoffeln zu mischen. Wer mag, kann zusätzlich gekochtes Hühnchen oder ähnliches hinzufügen. Diesen Kong verschließe ich ebenfalls mit entweder 100% natürlicher Erdnussbutter oder dem veganen Kokos-Natur-Joghurt, ebenfalls ohne Zucker sowie die Erdnussbutter. Ich persönlich friere den Kong in allen drei gefüllten Varianten vorher ein, damit meine Hunde lange damit beschäftigt sind und entsprechend lange Freude daran haben. Das sind meine drei Lieblingsfüllungen für einen Kong und diese können euch als kleine Inspiration dienen. Generell sind die Möglichkeiten, einen Kong zu befüllen, extrem vielseitig und ihr könnt euch dabei ausprobieren und kreativ werden. Kommen wir nun direkt zu den Anwendungsmöglichkeiten. Generell ist es gut, wenn du die Nahrung deines Hundes nicht nur als reine Nahrungsaufnahme, sondern vielfältig nutzt. Zum Beispiel für dein Training und/oder als Beschäftigungsmöglichkeit in Kombi mit Beutespielzeugen, wie zum Beispiel über einen Dummy oder den angesprochenen Kong. Legst du das Futter deines Hundes einfach in den Napf, verschenkst du wertvolles Potenzial. Wenn du die Nahrung zum Beispiel in Kombi mit dem Kong verfütterst, erhöhst du die angesprochene neuronale Wirkung. Es beschäftigt deinen Hund und fördert seine motorischen Fähigkeiten, während er sich das Futter herausarbeitet. Dies schon mal vorab. Jetzt kommen wir zu den angekündigten Möglichkeiten, Problemverhalten zu reduzieren. Die erste Möglichkeit, die ich euch vorstellen möchte, ist, wenn dein Hund sein Futter zu hastig schlingt, kannst du einen Kong wunderbar nutzen, um das Problem zu reduzieren. Du kannst den Kong mit Futter befüllen, ihn je nach Füllung einfrieren und erreichst so, dass er wesentlich langsamer frisst und die Nahrung somit schonender zu sich nimmt.
Die zweite Möglichkeit, wenn dein Hund nicht alleine bleiben kann und du mit dem Training beginnst, ist ein gefüllter Kong ideal. Die Vorteile sind die positive, stimulierende Wirkung, die dein Hund idealerweise und über Wiederholung und Routine mit dem Alleinesein verknüpft. Die beruhigende Wirkung des Leckens und Kauens auf das limbische System des Hundes wirkt stressmildernd oder lässt Stress im Idealfall gar nicht erst entstehen. Ein weiterer Vorteil, den Kong für die Gewöhnung an das Alleinebleiben zu nutzen, ist die Dauer, die man damit erreichen kann. Mit einem eingefrorenen Kong kann man einen Hund je nach Größe des Kongs 20 bis 30 Minuten beschäftigen. Es wirkt ebenfalls aufkommender Langeweile entgegen oder kann verhindern, dass der Hund den Mülleimer als Nahrungsquelle aufsucht, wenn er alleine ist. Eine weitere tolle Möglichkeit ist, dass du einen gefüllten Kong für ein professionelles Deckentraining nutzen kannst, welches dir hilft, Probleme im Haus, zum Beispiel mit Besuchern, übermäßiges Reagieren auf die Haustürklingel und generelle Unruhe in den Griff zu bekommen. Detaillierte Praxiskurse und Trainingspläne zu den angesprochenen Schwierigkeiten findest du in meiner Online-Hundeschule auf www.deine-hundeschule.com. Die nächste Möglichkeit ist, dass du einen Kong als Belohnung für Alternativverhalten nutzen kannst. Viele haben zum Beispiel das Problem, dass der Hund auf dem Spaziergang intensiv auf andere Hunde reagiert. Praxisübungen dazu habe ich hier auf YouTube schon einige veröffentlicht und werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Bei diesen Praxisübungen könnt ihr den Kong als Belohnung für gewünschtes Verhalten nutzen. Ebenfalls empfehlenswert ist der Kong bei einem gezielten Anti-Jagd-Training sowie generell als Belohnung bei der Ausbildung des Hundes beim Kommunikationsaufbau. Eine weitere tolle Anwendungsmöglichkeit sind Gewöhnungen und Desensibilisierungen, zum Beispiel während der Gewöhnung an die Hundebox, falls du diese nutzen möchtest, Gewöhnung an das Bürsten, Pfötchen abtrocknen, Ohren säubern und so weiter. Wenn dein Hund mit etwas Tollem beschäftigt ist, reagiert er deutlich weniger auf sensible Handlungen. Im Idealfall verknüpft er diese Rituale über den Kong mit einer tollen Füllung positiv und freut sich sogar langfristig darauf und darüber. Für eine Desensibilisierung bei Geräuschangst kann man einen Kong ebenfalls erfolgreich nutzen. Dort tiefer einzutauchen würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Falls dich das interessiert, schau auch dafür in meiner Online-Hundeschule vorbei. Dazu gibt es da komplette Ausbildungskurse. Eine letzte Möglichkeit, die ich euch vorstellen möchte, Problemverhalten mit einem Kong zu reduzieren, ist folgende. Welpen bzw. Junghunde unterstützt das Kauen auf dem Kong beim Zahnwechsel und hält sie somit davon ab, auf Schuhen, Elektrokabeln oder an Tischbeinen zu kauen. Vielleicht nicht immer, aber ihr erreicht in der Regel darüber eine deutliche Reduzierung. Denkt bei allen vorgestellten Anwendungsmöglichkeiten und generell im Hundetraining immer daran, Routinen und Wiederholungen sind die Grundlage eines erfolgreichen Hundetrainings. Das waren jetzt nur einige Beispiele, wo ihr den Kong anwenden könnt und damit habt ihr schon einen Großteil von Problemen, die in der Hundehaltung entstehen, abgedeckt. Aber es gibt natürlich darüber hinaus noch viele, viele Möglichkeiten und ihr müsst einfach mal schauen, welche Probleme habt ihr vielleicht mit eurem Hund und wo könnt ihr zum Beispiel mit dem Kong an diesen Schwierigkeiten arbeiten. So, meine abschließenden Tipps für dich und zwar, um den Kong zu säubern, empfehle ich dir eine von der Größe her passende Spülbürste. Damit kommst du gut bis unten in den Kong und kriegst auch die letzten Reste raus. Mein zweiter abschließender Tipp für dich ist, kauf keine fertigen Füllungen. Diese sind meistens mit jeder Menge Geschmacks- und Zusatzstoffen versehen und außerdem zu teuer. Mein dritter Tipp für dich ist, bevor du den Kong befüllst und einfrierst, kannst du ein Band einarbeiten. An diesem Band kannst du den Kong dann zum Beispiel innen an der Box befestigen und so verhindern, dass der Hund mit dem Kong aus der Box läuft, wenn du bei der Gewöhnung an die Box noch nicht so weit bist, dass du die Tür schließen kannst. Ebenfalls kannst du den Kong mit dem Band draußen zum Beispiel an einem geeigneten Baum oder Ast aufhängen und die Beschäftigung damit abwechslungsreicher und spannender gestalten. So, das waren meine Tipps zum Thema Kong. Wenn dir mein Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Komplette Ausbildungskurse von mir und meinen Hunden inklusive Beratung findest du wie gesagt in meiner Online-Hundeschule auf www.deine-hundeschule.com. Um kein kostenloses YouTube-Video mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klick auf die Glocke. Dann hören und sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin und liebe Grüße. Tschüss, dein André. I can see my own silhouette.